So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Und heute geht's gegen die Blacklist Nummer 3, den Bugatti Veyron Supersport. Oh, der ist ja hier gleich um die Ecke. Sowas sagt mir ja immer zu. Und gegen den werden wir natürlich auch wieder hier mit unserem McLaren fahren. Hoffentlich schaffen wir das. Hoffentlich brauchen wir nicht wieder... 5000 Stunden. Wie im letzten Part, um den Aventador zu jagen. Oder ums Auto zu bekommen. Hoffen wir halt einfach mal das Beste. Hoffen wir allgemein, dass wir das Rennen überhaupt gewinnen können, weil Bugatti ist ja... Doch, hat es an Leistung in echt das Doppelte. Unsere Karre... Oh Mann! Unsere hat ja in echt 600 und der Bugatti, wissen wir ja alle, 1200. Bei einem 16-Zylinder, wir haben nur einen 8-Zylinder. Au. Ja, komm weiter. Tak, 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 da uns, da, tak, 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 tak. Alles weg. Weg, 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 brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Wir müssen da hoch. Einfach mal Handbremse gezogen, das passt schon. Die Tube kannst mir so viel geben, wie du willst. Es interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Ich habe schon mal gesagt, glaube ich, dass ich kein Bugatti-Fan bin, da ich die Karren einfach nur unnötig und übertrieben finde. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Video wieder dazu an, unser Ziel. Klar, besiege den Bugatti Veyron Supersport. Das werden wir natürlich schaffen. Das Auto ist auch nicht hübsch, finde ich. Also, wie denkt ihr darüber? Findet ihr das Auto geil oder eher nicht? Oder würdet ihr euch lieber so einkaufen, als von McLaren? Okay, der hängt uns halt echt extrem am Sack, weil er ist einfach stärker. Ich denke, wir dürfen hier auch nicht sonderlich viel Fehler machen, ne? Und müssen hoffen, dass es halbwegs klappt. Fuck, fuck. Boah, Mann. Na super. Voll gedreht. Aber das fand ich im letzten Part echt schwach. Dass es den Gegner die Reifen nicht zerhaut, sondern nur mir. Packst du es jetzt? Halt? Ja, war ja klar. Aber den hat es auch neu gehaut, aber nicht für uns. Es hat nicht gezählt. Ist schon mal was. Wow. Das ist geil gemacht. Das ist richtig cool gemacht gewesen jetzt. So. Ups. Verheben willst du nicht zerstören? Fuck. Das ist schon öfter passiert, dass wir hier so... Nein, ich darf hier mit dem Auto nicht mit Handbremse fahren. Das muss ich mir angewöhnen. Ne?
Das muss ich mir unbedingt angewöhnen. Ups, da durch. Nein! Aber den hat's auch reinkaut hier. Und jetzt wird's nochmal wahrscheinlich extrem schnell und rasant. Takedown? Okay. Das war doch ein Zivilauto. Ich muss mich hier... Fuck. Achso, das war das Ziel. Boah, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das Auto nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Aber es passt. Und wir haben übrigens hier, sehen wir es, im letzten Part dann schon... Okay, nee, in diesem die 3 Millionen geknackt. Ist doch super. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den kriegen. Crashe ihn für seinen Wagen. Alter, er geht so brachial nach vorne. Das ist der nicht von dieser Welt, die Mühle. Nein, das war ein Riesenfehler, glaube ich. Das wird uns wahrscheinlich jetzt das Auto kosten fürs Erste. Shit. Da vorne fährt er, wir sehen ihn noch. Wir sehen noch die Rücklichter. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ja! Bugatti Veyron Swiss Sport, jetzt in Easy Drive verfügbar. Extrem nice. Das heißt, wir wechseln zu Bugatti. Nein, nach McLean. Ist ja eigentlich total egal. Und wir fahren. Gibt's hier was Neues? Neue Rennen? Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Trailblazer ist nicht neu. Der Gatherway ist nicht neu. Needlepoint ist neu. Ups. Da starten wir das Rennen. Da brauchen wir nicht extra hinfahren oder so. Das machen wir schon so. Machen wir schon so, das passt. Das Rennen sind wir ja erst gefahren. Das war dieses 3-Runden-Rennen. Okay, der fährt sich wirklich gut. Der fährt sich schnell und rutscht. Ach, wir haben ja noch kein Nitro. Und dann dieser 2-Stufen-Spoiler. Fährt ja bei höheren Geschwindigkeiten ab 250 oder so, glaube ich, nochmal extra raus. Oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Müssen wir mal gucken. Jetzt fährt er wieder rein. Okay. Bei 300 irgendwas fährt der Spoiler nochmal mehr ein, ja. Danke für dich, mein Freund. Thanks for you. So, bei 250 kommt er mal raus. Ja, danke. Macht ruhig weiter so. Wer schon sehen, was ihr davon habt. Wir sind Letzte. Das ist immer der einzige Vorteil, wenn du denn da hinterher fährst. Ja. Ja. Ich mag das Auto einfach nicht, Leute. Ich mag's einfach nicht. Aber an sich der rutscht leicht und müsste auch leicht zu driften sein und so. Aber irgendwie tut er das halt nicht. Leider. Da wäre er bestimmt extrem geil. Und das ist halt wieder was anderes, weil ich jetzt halt eigentlich... Ich sag's mal so, ich habe jetzt halt 45 Parts grob geschätzt. Mal mit Controller gespielt. Und dann jetzt plötzlich zu dem Most Wanted rennen, muss ich mich wieder auf Tastatur umstellen. Was halt natürlich nicht gerade gut ist für mich. Also ich brauche ja immer, ihr kennt mich...
Zeit, dass ich mich in das Spiel eingewöhne. Und wenn ich mich jetzt halt an den Controller schon so schön gewöhnt habe, immer wieder in die gleiche Ecke. Können die nicht mal abfallen oder so? Muss man bei der Stadt anrufen, bei Fairhaven. Ja, hier bitte, diese Ecke an der 54. müsstet ihr bitte für mich abbauen oder zumindest rund machen, da ich mir immer das Auto aufschraube. Vielleicht machen sie das ja für uns. Ich meine, upsala. So. Die Wand mitnehmen und dann hier driften. Hey, der erste schöne Drift. Und hinter uns kommt schon wieder eine Karre voll angeschossen. Ja, passt. Knapp, aber geschafft. Es wäre ja auch bitter geworden. Es wäre richtig bitter geworden, wenn wir das nicht gewonnen hätten. Geländereifen aktivieren und die Nitrobrenner. Und dann fahren wir erstmal Vollgas weiter. Solange bis das Easy Drive verfügbar wieder ist. Oder bis wir gecrashed sind. Eins von beiden muss sein. Sportsprint fahren. Frag mich, warum ich eigentlich immer entkommen will. Es bringt uns ja eh nichts, außer ein paar Speedpoints. Und wer braucht heutzutage Speedpoints, wenn man schon 2 Millionen zu viel hat? Mein ja bloß, ich meine ja nur. Könnte man mal drüber nachdenken. Bisschen sinnieren. Also Leute, das ist eure Aufgabe für heute. Warum braucht man Speedpoints? Wow, das ist so schnell. Alles, ja. Das ist alles zu schnell für den Flashy. Zu schnell und zu eng. Geh du mal weg. Und nein. Ich dachte, ich kann mich noch ein wenig winden und verwinden und drehen, dass es klappt. Das ist peinlich. Oh, der Nitro hält aber lang bei dem Auto. Nein! Hey, der schrottet sich ja auch immer in der Kurve. Mit dem Auto, da gewinnst du ja eigentlich relativ einfach. Sage ich jetzt halt einfach mal so spontan. Wenn wir gleich wahrscheinlich die Quittung dafür bekommen, wenn wir einfach, ja, voll abkacken. Also hoffen wir mal. Wird wie immer das Beste. Ich habe jetzt baue es einfach immer ein, alles, und fahre hier dagegen. Okay, passt. Zählt nicht als Crash. Easy Drive. Easy Drive, lebst du noch? Trailblazer. Ein Sprintrennen. Das haben wir das erste Mal ja gestern gefahren. Glaube ich zumindest. Ja, gestern müsste es gewesen sein für euch. Für mich war es vor gefühlten 25 Minuten. Das bedeutet dann natürlich auch, dass wir uns schwer tun werden. Ah, die Karte, schaut es mal an, wie die einfach, die geht halt verdammtartig ab. Upsala. Und der Aventador mischt sich natürlich auch wieder ein. So, da gleich hier rüber. Und da. Das war das genau, das ging ja anfangs ewig. Ey, immer dasselbe. Es geht ja anfangs ziemlich lange auf einer Geraden, also auf Autobahn. Und danach geht es ziemlich lang in der Stadt und dann geht es nochmal raus. Das war doch das, oder?
Ist ja wurscht. Ich würde sagen, wir werden es einfach gewinnen, egal wo es lang geht. Und dann ist gut. Oder war das das, wo uns der Ding so verblasen hat? Dann plötzlich der Pagani? Upsala, nein, 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 fucking shit. Shit, 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 shit. Ja, genau, hier auf der, das wird knapp, das wird knapp. Nein, nein, nein. Ja, immerhin Zweiter, okay. Das passt schon. Wir hätten es gewinnen können, das ist klar. Aber wir mussten es nicht gewinnen. Was hätten wir für das Rennen bekommen? Langes Getriebe, okay, es wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Und was muss man hier machen? Gelbe Tempojagd, 209. Ach Gott. Jetzt sind wir ja gerade auch schon gefahren mit gestern. Das war ja auch dieses Behinderte. Wo einfach die Autos nicht dafür ausgelegt sind. Wir fahren hier halt auch mit 200 sonst was zu auf die Kurve. Und hier links. So. Wir waren gerade schon mal auf Gold, Leute. Naja. Wir werden noch mehr Unfälle in dem Rennen bauen, habe ich so. Habe ich so das blöde Gefühl, ja. Da ist schon der erste Crash. Das Auto ist halt einfach nicht dafür ausgelegt. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der ist einfach nicht auch so... langsame Dinge macht. Komm, Silber, Silber wenigstens. Naja, okay. Die eine Kackkurve da, die hat uns das letzte Mal schon so extrem aus der Bahn geworfen. Leider. Oh nein, bloß nicht umdrehen. Sondern warten, dass Easy Drive aufgeht. Ja, der lenkt nicht ab, war ja klar. Da werden wir schon wegkommen. Ich glaube, wenn man so quer reindriftet in die Straßensperren, passiert uns eigentlich gar nichts. Oder es ist nur ein Gefühl und ich irre mich, aber in der Farbe sieht er ja eigentlich mal motzig schick aus. Ups. Da lang. So. Fahren wir den halt mal davon. Wenn es nicht anders geht. Als ob die einfach so mithalten könnten. Ups. Upsala. Bisschen verdriftet, könnte man dazu sagen. Man könnte es auch Absicht nennen. So, willst du das mal... Ah, oh Mann! Willst du das jetzt vielleicht mal bitte ein wenig besser fahren? So, haben wir den mal schön umgangen. Okay.
700 Meter noch. Ich wollte gerade sagen, mal kein Crash in so einer blöden Kurve. Aber dann doch, ich weiß, es ist erbärmlich, was ich hier heute zusammenfahre. So. Ist es nochmal eine Tempojagd? Wie können die zwei Tempojagds auf schwer setzen? Jagd. Keine Ahnung. Eine Jagd, zwei Jagds. Okay, sau cool. Alter, wollt ihr mich denn vollkommen verarschen? Jetzt hat sie gleich mal um 100 km/h runtergezogen. Okay. Ich muss halt auch machen, einfach nur, dass ich keinen Crash eigentlich mache. Klar. Schickt mich halt an noch bessere Stellen mit dem Auto. Ist kein Supersport, das ist ein Geländewagen. Ihr habt recht. Entschuldigung, mein Fehler. Ey. Ja gut, es ist schwer, was erwarte ich? Dass ich gerade ausfahren muss? Wohl nicht. Netter runterfahren. Alle Einheiten, unser Kontrollverdächtiger ist zurück. Mit 130 ist er zurück, sodass er nicht mal das Rennen besteht. Jetzt kommt er doch langsam wieder hoch. Okay, immerhin Bronze schon mal. Nein! Entschuldigung. Mein Gott. Boah, immerhin Bronze, aber genau auf das KMH. Puh. Jetzt bin ich nur gespannt, ob wir mit unserem McLaren noch weiterkommen. Sprich, ob wir da noch die Möglichkeit haben, was ist das da? Da links sind wir noch nie drüber gefahren, über die Brücke. Ja, natürlich fahren die hier unten rum. Ich sehe nichts mehr. Alter. Ach doch, da waren wir schon. Ach so. Jetzt kommen wir doch ab. Oder weg, oder wie auch immer. Oh ja, komm, dann stellt mich und geht mir nicht weiter auf die Nerven. Mit eurem Scheiß. Hä, wir haben doch einen Needlepoint. Mit 117. Als 217. Abgeschlossen. Hä, bin ich denn jetzt vollkommen neben der Spur? Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht so, glaube ich. Weil da jetzt gar nichts dort ist. Hm.
Na gut, dann machen wir das, verfahren wir es halt nochmal. 217 Zielgeschwindigkeit für Bronze, ja, das hatten wir ja. 217,2 ist unser Rekord. Wir müssen das Rennen zum ersten Mal gefahren, wir müssen jetzt ja kein Bronzeschild dort. Zentral, habe den Verdächtigen gefunden. Gut, jetzt konzentriere ich mich mal wegen mehr, vielleicht klappt es ja dann. Hoffen wir halt einfach mal. Sonst nehmen die wahrscheinlich das noch alles zurück, dass ihr immer gesagt habt, ja, ich fahre so gut und so. Ja, okay, ihr könnt es zurücknehmen. Dass man da noch live fährt in so einem Kerl, das ist halt pure Blödheit. Oh Gott, jetzt bin ich schon ganz aufgeschreckt. Zentrale Verfolgung verläuft nach Norden. 10-4. Ich kann hier nicht schneller runterfahren, es tut mir ja leid. Nein. Ihr habt's gesehen, ich hab voll eingeschlagen, aber nicht mal wirklich Gas gegeben. Aber die Karte ist halt einfach kein Geländeauto. Und ich kann jetzt auch nicht einfach nur schnell noch die Reifen wechseln. Das geht halt auch nicht. Ich muss mich ja so schon viel zu arg konzentrieren, dass ich gut fahre. Gut, ich fahre erbärmlich, ja, ich weiß. Ich hoffe jetzt einfach nur so, dass wir keinen Crash mehr bauen. Und das wäre jetzt halt auch echt bescheiden. Die Autos fahren schon an den Stellen, wo sie wissen, dass ich hinrutsch. Gut, 218. Jetzt haben wir 1 km/h mehr, obwohl wir um einiges sicherer gefahren sind. Neue Bestleistung, ja, Top 3 Platzierung. Plus 4000, das hat er vorher wahrscheinlich nicht gezählt, irgendwie habe ich so das bittere Gefühl. 10-4, Einheiten Standardsuche, Verfolgungsperimeter einleiten. Ups. Upsala. Schauen wir jetzt halt mal. Ja, jetzt ist er. Okay. Nicht Most Wanted wegen, sondern nur im Wagen. Plan zum Wagen springen und damit beende ich es jetzt auch für heute. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy, ciao.